in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe leiden werden? Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Also du kannst mit all deinen Gefühlen kommen, du kannst mit all deiner Logik kommen, du kannst mit all deinen Argumenten kommen, aber die Bibel sagt, dass alle Menschen, die Gott nicht kennen, zur Hölle fahren werden. Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit meinen Eltern, die nicht glauben? Sie werden zur Hölle fahren! Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Könnte Gott nicht ein Wunder tun? Könnte Gott nicht irgendwas machen, dass meine Eltern gerettet werden? Könnte Gott nicht irgendwas machen, dass meine Frau gerettet wird? Könnte Gott nicht irgendwas machen, dass meine Kinder gerettet werden? Könnte Gott nicht irgendein Wunder tun? Könnte Gott nicht dies tun? Könnte Gott nicht das tun? Weißt du was? Ich frage dich, hat Jesus Christus nicht im Garten geweint? Hat Jesus Christus sich nicht anspucken lassen? Hat Jesus Christus sich nicht verspotten lassen? Hat Jesus Christus sich nicht auspeitschen lassen? Hat Jesus Christus nicht sein Kreuz getragen? Hat Jesus Christus nicht sein Blut vergossen? War Jesus Christus nicht selbst in der Hölle? Hat Jesus nicht genug getan? Hat Gott nicht genug getan? Doch! Gott hat genug getan, was soll er denn noch tun? Aber Anselm, ich kann nicht reden. Ich hasse es, meinen Mund aufzumachen. Ich bin zu schüchtern, meine Hände fangen an zu zittern. Meine Hände fangen an zu schwitzen und ich kann das nicht. Aber weißt du was? Meine Hände fangen auch an zu schwitzen. Ich hasse es auch, meinen Mund aufzumachen. Aber weißt du was, wen ich nicht hassen will? Meinen Nächsten, der zur Hölle fährt. Meinen Nächsten, der ewig gequält werden wird in der Hölle. Meinen Nächsten, der keine Ruhe haben wird. Meinen Nächsten, der es auf ewig bereuen wird. Hätte ich nur geglaubt. Ich hätte nicht an diesen Ort kommen müssen. Weißt du was? Ich hasse es vielleicht, meinen Mund aufzumachen. Ich rede vielleicht nicht gern. Ich bin vielleicht schüchtern. Aber weißt du was? Ist es zu schwer, deinen Mund aufzumachen? Ist es wirklich zu schwer, das Evangelium zu verkündigen? Ist es zu schwer, deinen Nächsten zu retten? Ist es zu schwer, deinen Nächsten zu lieben? Oder willst du deinen Nächsten hassen und ihn einfach zur Hölle fahren lassen? Wo bist du, wenn nicht beim Seelengewinn? Das ist meine Frage an dich heute. Wo bist du, wenn nicht beim Seelengewinn? Es ist nicht zu schwer, deinen Mund aufzumachen. Es ist nicht zu schwer, zu deinem Nächsten zu sagen auf der Straße, hey, wir sind alle Sünder, wir haben alle die Hölle verdient. Aber weißt du was? Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Er ist für dich gestorben. Und du musst nicht an diesen Ort der Qual. Du musst dort nicht hin. Du musst nicht bis in alle Ewigkeit bereuen. Du musst nicht ins ewige Feuer. Du musst nicht in die ewige Verdammnis. Du musst nicht ewig bereuen. Es gibt einen Ausweg.